Schön, schön, schön. Kisses! Knutsch mich! Hallo, kann man mich hören? Könnt ihr mich hören? Nein! Ich sing wie ein Engel. Wie cool ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite und trinke Cola. Schön. Die Saltos kommen gleich. Bei mir. Ja, das wird für die Oma, Alter. Arbeit, Arbeit, ja, ja. Need you. Oh, ist das schön. Yeah. Me. Talk with me. Arbeit, ja, ja. Sowas muss auch mal sein, sowas muss mal sein, ey. Ist das nicht schön? Auch gutes Lied. Hallo, meine Kinder, ich hoffe, euch geht's gut. So ein Klassiker, Alter. Meine wunderschönen Kinder, Papa ist zurück. Komplett zeitlos. Hallo, 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 Hukulu.
Gib kein Taschengeld, Junge. Hallo, hallo, meine Kinder. Das wäre heute fast wieder ein Dodge gewesen, hätte Herr Juri mir nicht geholfen. Ich sag wie das. Ganze OBS zerschossen, Alter, wegen Audio. Aber hab hinbekommen. Dank Herr Juri. Vielen lieben Dank. Und Basti, danke schön für den Wisdom 43. Und Klims, danke für den Wisdom 29. Spinbad, danke für den Prime 7. Tomarin, danke schön für den Wisdom 30. Und Deutschrock war vor 3 Tagen. Der ist, glaube ich, nicht hier. Hallo, hallo, hallo. Dann wäre es halt so. Ich bin auch absolut müde, Alter, aber egal. Mein Schlafrhythmus ist schon wieder komplett zerbumst. Joshua, danke schön für den Wisdom 24. Monat. 2 Jahre, Mann. Dankeschön. Und Hati, danke für den Wisdom am 11. Nun Kuss zurück. Und Alina, danke für den Prime 42. Ja, rein in der Epi. Hype Train Level 4 muss ran dafür. Ach, Quatsch. Wie cool ist das bitte? Jetzt sag ich Fortnite. Na, nix neues Setup. Ich habe aber den Raum umgestellt. Ich habe mir vor ein paar Tagen abends um 9 Uhr so gedacht, ich brauche Veränderung, Alter. Und dann habe ich alles umgestellt. Und ich wusste nicht, dass sobald man den USB-Stecker zieht beim Go XLR, dass sich alles resettet. Hätte ich das gewusst, ne? Aber wir haben es hinbekommen, glaube ich. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, dann ist alles repair. Das habe ich auch gemerkt. So, ich hoffe, dass die Musik im VOD nicht läuft. Boah, Weezy, Alter, mit dem neuen Sound, Junge, direkt rein in die Pommes, Alter. Boah, Junge. Oh, ich muss das einmal hören. Ich hab ja so ein... Alter, der Alert ist richtig heftig. Bruder, ich hab ja so ein Dings, ne? So eine komische Eigenart, sobald ich irgendeinen Sound höre oder ein Lied oder so, dann bin ich besessen davon, Alter. Hab ich wirklich. Das ist komplett krank. Voodoo put a hex on you. Ja, das, Bruder, oh mein Gott, Alter. Boah, ich hab hier Sachen gespeichert, Alter. Das ist kein Rapper, Bruder, das ist einfach so eine Prison-Dings. Keine Ahnung, ob ihr sowas kennt. Es gibt ganz viele Inhaftierte in Amerika, die einfach rappen und das aufnehmen mit Handy und so. Ja, das ist absolut krank. Also krank im Sinne von gut. Sven, vielen lieben Dank für den Wisdom 36. Weezy, dankeschön für 5 Gifte Zaps, Mann. Du süßi Boy. Und Danero, danke für den Wisdom 67. Alter. Und hallo. Hallo, 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 hallo. Oh Mann, Alter. Ja, was habt ihr die letzten 3 Tage so getrieben? Da siehst du aber auch eine Lösung für das Sampler-Voice-Aufnahme-Problem. Was denn, Juri? Sag, ich mach direkt on the fleek. Ich stell sofort ein, Junge. Das wollte ich die ganze Zeit schon im MP benutzen. Oder muss man da für einstellen? Alles für Wien, nur gegessen. Ne, brauchst Kabel. Ja, Bruder. Woher der Geld, Alter? AUX-Kabel wahrscheinlich, ne? Ich müsste aber nur irgendwanns haben. Das ist genau wie der kleine Junge aus Afrika in der Schule, wo am Singen ist. Den kann ich mir... Boah, Stunden... Ja, warte, 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 warte. Oh mein Gott, ich weiß, was du meinst. Oh, wie heißt das, ja, der hier, ne? Aber es ist Remix, glaube ich. Warte, 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 warte. Mach einfach das mal an. Der hier. Alter.
Meinst du den Dodo? The pain. Warte mal, ich kann nur umswitchen. Ah, doch nicht. Hat sich wieder verschoben. Nee, warte, ich muss. Muss ich. So. Nein, falsch. Okay, hab wieder kaputt gemacht. Hab schon wieder kaputt gemacht. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Egal. Ja, ist auch geil. Ist auch schön. Ich kann es aber der den ganzen Tag, ne? Was ist jetzt los? Warum ist das jetzt? Hä? Ah. Der Versuch zählt. Gehört das in Technik? Was soll ich machen, Alter? Zu den zwei gibt es noch einen anderen. Noch einen. Ich schau mal, dass ich es finde. Guck mal. So, wen haben wir denn schon alles da? Hallo Corporimas, hallo Lusen und Yoko, Oma, Akuma, T-Frosch, Yuri, Dodo, Kingpin, Carlo, Space Pirate, hallo, Dirk the Boss, Kio, hallo, Katja, hallo, der Krise, hallo, Bagash und Trooks, hallo, Benzo, hallo, Castello, hallo, Chitonka, hallo, Franzek, hallo, Benzo, Sven, Alina, OnlyDNL, Antikristallo, Smashing, hallo, Justati, hallo, Stretchy, Richie, hallo, Rising Raptor, hallo. Ich hab dich auf X-Hamster gefunden, das glaube ich ja nicht, Bruder. Weezy, hallo, Pyro, hallo, Mad Mike, hallo, Peter Klaus, hallo, hihi, Bullof, hallo, Matty, hallo, Too Strong, hallo. Und Tom Stein, hallo, und Wusa, hallo. Boah, ich habe einfach Dings, Thank You for Sunshine eingegeben bei YouTube, da war dann direkt das erste Video. Lex Tent, hallo, Blitzlike, hallo. Und Stella, hallo, Lux, hallo. Und Lux wollte ich eigentlich anschreiben, ich wollte fragen, ob du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten. Für neue Panels unten. Jetzt habe ich dich über Stream gefragt. Ich will auch coole machen. Ich muss noch fix einkaufen, dauert nicht lang. Ey, Pyro, pass auf dich auf, Mann. Und viel Spaß beim Einkaufen. Jetzt wird der Barry ausgepackt. Geht's heute auf den Berg mit Mila, Bruder? Das hat mein Vater immer gehört, Alter. Natürlich. Boah, geil. Ui. Unicorn, hallo. Gibt's hier Pommes? Gibt's gleich, ja? Wenn heute was abgeht. Ich habe ja die ganz starke Befürchtung, da momentan nicht so viel los ist, Alter. Aber egal. Müssen wir dann halt mit leben. Und Nachtaktiv, hallo. Green Kush, hallo. Nimm mal Car mit Pyro. Tenga, ui. Was geht? Klange, hallo. Wie ist das Lied von Godzilla mit dem Big Bass? Ah, Bruder. Das hieß Na 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 oder so. Mann, jetzt muss ich das wieder hier. Ah, scheiß drauf, Digga. Das hier meinst du? Das ist das hier. Green Crush, Dankeschön für den Gifted Zappern Nachtaktiv. Da weiß ich schon ganz genau mit dem Italy über die Dings, Alter, in der Pommes, Junge. Oh boy, Jojo. Ganz wilde Vibes, ja, Mann. Chili Milli heute, ja, und selbst so auch gut. Mal gucken, was wir machen. Ich hoffe, dass da deine Pommes geht. Wir müssen ja unbedingt mit dem Chicken Mann quatschen. Mir egal, ob der Jay Corner jetzt da ist oder nicht. Prime zählt wie ein Stufe 1 Sub oder richtig Bagger, richtig. Lupsa, danke für die Wies am 5. Palim Palim, ich hätte gerne eine Flasche Pommes. Welchem Film war das nochmal? Hallo Safti und hallo Chubby Queen. Und David, danke schön für die Wies am 27. Hat man hier redet von Nostalgie. Jetzt warte mal ab, Alter, was ich letztes Mal gefunden habe. Jetzt guck mal ein bisschen, jetzt wird ein bisschen geweint im Chat. Kennt er das noch?
Junge, das sind die richtigen Vibes, Alter. Arbeit, Arbeit. Ja, Loco, ja. Danke für die Wiesam 53. Das waren richtige. Oi, oi, oi. Aber wir haben viele Lieder von damals, ne? Heute nicht mehr so. Oder haben wir mal so die letzten Monate ein Lied gespielt, was man sagen kann, okay, das ist genau wie damals? Ich glaube nicht. Das war schon Night Lovel in die Szene gebracht und so ein Shit. Auf einmal sind alle Autos damit rumgefahren. Das war schon heftig. Haben wir nicht, haben wir nicht. Hollywood, der pissende Meme, Alter. Damals am Strand mit Gewitter auf der Flucht, das Lied, ne, das war nicht am Strand, das war auf dem Berg. Nachdem wir alles und jeden hingerichtet haben. Houdini. Ernie, vielen lieben Dank für den Stufe 2, wie immer, Resub im 33. Monat. Und Micho, dankeschön für den Prime 40. Wie cool ist das bitte? Ne, nicht wegen der Bella, Alter, kenne ich nicht. Das war alles wegen dem Abend, Junge, das war einfach viel zu emotional. Das war ja alles, ich glaube sogar Lange ist an dem Tag abgehauen, oder? Boah, Junge, Junge. Batman City? Stimmt, das haben wir auch noch. Ich mach das mal weg. Das ist mir zu traurig, Alter. Das ist ja Homestead-Zeit, man. Das erinnere ich mich auch noch. Aber auch nur wegen dem Cinematic, ne? Das ist aber auch böse, das Lied, Alter. Hollywood, der pays soon zurück auf jeden. Ich glaube, das ist doch so das einzige UK-Grime- Drill-Lied, was ihr mögt, ne? Warte, schick Link. Batman City. Das ist echt böse, ich vermisse die GTA-Live-Zeiten. Na, Quatsch. Wir haben heute auf Sektor auch solche Zeiten, ungefähr so. Nur hype man das nicht mehr so krass, weil das nichts Neues mehr ist. Im Großen und Ganzen hat sich nicht viel verändert, außer dass vielleicht ein bisschen weniger Stories und ein bisschen mehr wird drauf geachtet, was gesagt wird. Akina-chan, danke schön für den Restart im 3. Monat. Herz zurück. RP ist schon lange durchgespielt. Wenn er dann durchgespielt gibt, ne? Wie cool ist das bitte? Und King Bro, Dankeschön für den Prime 48. 48 Monate Kekuschkiss. Das stimmt, eine gute Zeit war es auf jeden Fall. Ich mach das jetzt auch wieder aus, weil ich das hier anmache. Oh Gott. Nee, das ja. Da kommt nichts mehr Krankeres, das stimmt. Aber vielleicht so vergleichbare Sachen. Warum bin ich eigentlich bei Twitter blockiert? Keine Ahnung. Dann hast du mich. Ich bin ganz ehrlich, ich habe sehr, sehr wenige Leute auf Twitter blockiert. Und wenn du blockiert bist, dann hast du mich unfassbar genervt mit irgendwas. Ja, warte, wir hören das mal von Dodo. Ja, ist aber nur ein neuer Remix, Bruder. Wie heißt denn du auf Twitter? Was ist mit Gangster, das mit Eazy-E und so? Ages? Vor allem, wie süß der kleine Junge aussieht. Er macht die Adlibs. Na, die Doubles macht er. Gesehen, der Enkel von Bob Marley ist gestorben, ne? Boah. Puh.
Achso, fängt wieder von neu an. Wisst ihr, das erinnert mich irgendwie an T-Pain. Kennt ihr T-Pain? Der hat auch so ein Lied gemacht, warte. Boah, Bruder, das kennt ihr niemals im Leben, dieses Lied, Alter. T-Pain streamt nämlich auch auf Twitch und der macht immer Live-Musik und der hat einen Track für seine Zuschauer gemacht. Ne, Bruder, oh Gott. Das kennt keiner von euch, Alter, niemals. Aber das Lied kennt keiner. Oder ich fress einen Besen. Das hat er live recorded einfach. Oh Gott, festhalten. Oh, Bruder. Ja, das ist ein Intro gewesen dann. Boah, Junge. Oh, Junge! Bruder! Boah, Junge! Ah. Je. Junge, Alter! Na klar kenne ich noch Dings, Alter. Von was du gerade geschrieben hast, Dings. Das Lied kenne ich noch. Ich würde es immer auf Gangster Gang Lied zurückzukommen. Irgendwie so ist der Fresh Gangster Gangster Feel Easy. Das hat mir gar nichts, Masahiro. Also jetzt so oft, warte, ich kann mal gucken. Ich habe die ganze Scheiße nämlich gespeichert. Im Browser. Was haben wir denn hier alles noch? Oh Gott, ist das gut, Junge. Song davor, welchen, den mit dem Junge, das hat Dodo doch schon gepostet, das hier, warte. Schön. Oh, es gibt so viele. Das Ding ist, ich scroll auch immer auf TikTok durch, da sind auch unfassbar gute Sänger und so ein Shit und ich speichere mir das alles ab. Weil ich mir dann denke, oh, wenn du PC bist, suchst du da draußen und speicherst den Shit ab. Aber mache ich nie. Gott, Rentner, danke für den Prime 15. Ach, Kuss zurück. Kuss an Dodo, der hat das geschickt. Ah, was gibt es denn noch? Es gibt so unfassbar viele gute. Ah, das habe ich aber schon mal, glaube ich, gezeigt. Von Afro. Der float auch einen weg, ne? Nur das Drift Room Intro habe ich gehört. Der ist auch so gut, der Typ, Alter. Oh Mann. Afro heißt der Afro, Bruder. Oder wen meinst du?
Ja, unfassbar guter Rapper. Aber ich glaube, er wird wegen seinem Aussehen, weil er ein bisschen dicker ist und so ein Chat. Ich glaube, der hat nicht so viel Erfolg. Aber der wird wahrscheinlich für irgendwen schreiben, Alter. Typ ist ein Genie. Irgendwann machen wir Reactions auf Musikdinger, Alter, ehrlich. Wie cool ist High Class Pöbel, Dankeschön für den Prime 15. Und Rentner, du bist selbst der Beste. Klar habe ich dafür einen Link. Bitteschön, bitteschön. Wann kommt mal ein neuer Ingame-Trailer von dir? Würde ich gerne machen. Ich habe auch schon mit Maschinen gequatscht, aber mal gucken. Vielleicht im nächsten Jahr jetzt. Da dauert halt natürlich alles, ne? Das ist schwer zu machen. Kennt ihr Joni, Alter? Lied ist eigentlich auch nicht schlecht. So Arabisch, Französisch, Deutsch und so. Marokkanisch. Nein, nicht den Johnny, den Joni. Oh, wie, warte mal, den gibt es auch noch, Alter. Wo ist denn das her? Boah, das habe ich auch runter. 14 Jahre gibt es das schon, das Video. Ja, Wise ist auch geil gewesen. Kennt ihr DubFX? Mit Loopstation und so ein Chat? Boogie mit der Hoodie, Junge. Ach, die Qualität ist voll schlecht, scheiß auf. Welcome to Jamrock. Wo ist das? Ja. Winnie Pass, der olle Schwurbler. Ist das ein Schwurbler, wa? Echt jetzt? Verfolgst du sein Social Media, Oma? Hallo, Holy. Niederländisch besser. Da ist ja Geschmackssache, Musik und so, aber ich kann niederländischen Rap oder was weiß ich, ich kann das einfach nicht hören. Genau wie Schweizer Rap, Alter. Ich kann das geht einfach nicht ins Ohr. Tut mir leid. Geht einfach, geht nix. Der ist schon wild unterwegs, aber gute Musik. Geht ab, Breezy. Hallo, yo, Leute. Was geht? Nee, hab ich noch nie gehört, Sven. Ey, was machen wir Silvester, Alter? Was ist denn heute überhaupt? 28. Mittwoch. Am Samstag ist Silvester. Und am Sonntag der 1. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Bin echt am Überlegen, ob ich streamen soll, weil wir nicht weggehen. Wir machen abends so Spielerunden. Ich weiß aber nicht, ob die anderen Bock haben da drauf, die ganze Zeit im Stream zu sein oder ob die einfach chillen wollen. Ich glaube, Miss America ist auch am Start, weil die ziemlich, also Mila kommt ziemlich gut mit Miss America klar. Und der Luis, der Roni, der ist, glaube ich, auch da. Juri ist auch da. Ich glaube, Rakim auch und so. Muss ich mal nachfragen, ob die Bock drauf haben. Hab gehört, es wird Fortnite gespielt. Ja, die zocken die ganze Zeit Fortnite, gerade auch. Timeout-Inhalte? Du musst Permit allerdings. Hallo, Tanju. Soll ich Silvester streamen, Alter? Bin echt am Überlegen, ne? Aber wenn ich stream, dann kann ich kein Gläschen Dings trinken. Weil wenn mich, dann kann ich mir kein schönes Glas Whisky gönnen. Weil dann trinke ich noch eins und noch eins und noch eins und irgendwann bin ich hier richtig krass unterwegs. Und da darf man ja nicht. Könnt ihr wieder Gus-Gus-Dank machen? Ja, Pummelparty und so ein Shit halt.
Da Vincis YouTube-Account wird gehackt, seitdem macht er nichts mehr. Aber den gibt's noch. Der kommt ab und zu nur hier vorbei und sagt Hallo. War noch ein guter Track, aber vergessen. Ja, wir haben so viele. Allein dieses ganze Russ-Album und so. Aber der Bomfer macht Videos. Der ist zwar jetzt die letzte Zeit ein bisschen inaktiver gewesen, aber der hat mir vorhin gesagt, der macht jetzt wieder mehr. Ach, das geht, Schwester Kusch, macht Steam aus, wenn es so wild wird. Ja, mal gucken. Aber wär schon Kicker, Alter, wär schon Kicker. So in Silvester reinstreamen, hab ich aber noch nie gemacht. Oh gut, Alter. Dann ab auf einen Low-RP-Server und du spielst den Betrunken. Ey. Wir könnten... Der Johnny, der Goldzahn, hat mir das gezeigt. Es gibt Herr der Ringe-RP auf Garry's Mod, Alter. Das ist absolut wild. Ich habe schon mit der Projektleitung geschrieben bei Twitter, ob man auf dem Server streamen darf. Ey, ehrlich, Chat, ich sag euch, wie das ist. Ich war da vorgestern Mittag mal drauf, weil der Johnny mir davon erzählt hat. Ich habe die Projektleiter gefragt, so, darf man streamen? Und bei Garry's Mod ist das aber so, diese ganzen Troll-Streamer hier von YouTube, da, diese ganzen RP-Götter, Alter, die gehen meistens immer auf solche Server und trollen da heftig rein. Und der hat mir geantwortet und hat gesagt, klar, so, wenn ich das möchte, kann ich das gerne tun. Und ich kann sogar Bescheid sagen, wenn ich draufkomme, dann stellen die nochmal ein paar mehr Supporter ab, falls der irgendeiner Scheiße baut dann. Aber das ist echt Kick, Alter. Das ist... Also der Server an sich ist super gut für Garry's Mod-Verhältnisse. Die Performance und so. Das RP ist natürlich nicht so, wie wir das kennen. Also absolut nicht so. Nicht so hardcore, wie wir das kennen, sag ich mal. Aber da sind schon ein paar verrückte Leute unterwegs, die richtig reinkicken, Alter. Und das ist echt lustig. Als Gimli sehe ich dich. Wir sind dabei, wir sind so Dunländer, Alter. Da hat der Johnny mich reingeholt. Das ist so eine neutrale Fraktion, so Auftragssoldaten-Dinger. Gibt's auch Harry Potter-RP? Gibt's noch, ja, aber ist nicht mehr offiziell. Die hatten irgendwann mal so, ich glaube, Garry's Mod selber hat irgendwann mal so von DMCA-Dings bekommen oder so, dass die das nicht mehr vermarkten dürfen da. Also da darf nicht mehr stehen, dass das Harry Potter-RP ist. Ich glaube, es gibt noch einen deutschen Server, bei dem kannst du komplett in der Tonne klicken. Kicken. Garry's Mod ist allgemein immer sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Aber sind die Maps in Gmod nicht ziemlich klein? Meistens, ja, die Map von denen ist so mittelgroß, aber das passt eigentlich. Da sind so zwischen 70 und 110 Spieler drauf, das ist so das Maximalste, was geht. Und die versuchen halt dann einfach Mittelerde-RP zu machen, ne? Aber da sind, und da meine ich damit, Garry's Mod ist schwierig, weil es gibt keine Whitelist. Jeder könnte da, wir könnten jetzt, ne, wenn ich jetzt sagen würde, komm, wir spielen das jetzt, jeder von euch, der Garry's Mod hätte, könnte auf den Server kommen. Und einfach mitspielen und ein bisschen kicken so. Und das ist das Gefährliche daran. Wenn man da unterwegs ist mit Stream und da kommen irgendwelche Leute an, die sagen schlimme Dinge, dann muss ich mich da aber ganz heftig von distanzieren. Kann ich durch Moria wandern? Kann's alles, Junge. Obwohl, ich glaube, Moria gibt's da gar nicht. Das ist so eine Skyrim-Map, aber die lassen momentan, das hat er mir gestern gesagt bei Twitter, für 2.500 € eine eigene Map erstellen, so eine richtige Harry-Links-Map. So eine richtige Herr-der-Ringe-Map. Aber es ist lustig, man kann halt hingehen und Leute zerfetzen und so, wenn man einen Grund dafür hat. Da gelten natürlich die gleichen Regeln wie bei GTA. Nicht so ausgebreitet, aber schon doch schon so RDM, Bau-RP und bla bla bla. Das könnte man mal kicken gehen, ey. Aber ich habe ein bisschen Schiss davor. Ich hätte auch gerne mal Harry Potter RP gezeigt, aber auch da hatte ich einfach zu viel Schiss. Kein Moria, kommt aber bestimmt. Und Longhorn, Dankeschön für den Reset am 3. Geh mir jetzt einen Döner holen, danach braucht hoffentlich irgendjemand einen Sub. Hab noch Geld auf PayPal über. Junge, Alter. Wieso Schiss? Wenn einer kommt und die N-Bombe droppt oder so, das kann schwierig werden für mich. Also ich werde nicht dafür heftig bestraft, außer natürlich, ich versuche nicht zu verhindern, dass sowas gesagt wird. Aber das ist auch keine schöne Experience, wenn da irgendwelche Trolle kommen, wisst ihr? Und dann die ganze Zeit irgendwelche rassistischen oder sexistischen Sachen sagen.
Dachte, wenn es im LP passiert, ist eh was anderes. Ist nicht mehr so, war damals mal so. Damals durfte man noch die M-Bombe droppen. Wenn es im RP passiert. Heute nicht mehr. Zumindest hat mir da damals ein Twitch-Mitarbeiter gesagt, so. War vorhin mal Dr. Mike im RP schauen, Alter, der hat so einen an der Waffe. Du meinst Dr. Bubbles, der die ganze Zeit quatscht? Nee, darfst du gar nicht mehr sagen im Stream. Also ich habe zwar nie eine Nachricht bekommen, so dass das jetzt verboten ist oder so ein Shit, aber das Verhalten hat sich mittlerweile halt verändert. Man sagt das einfach nicht mehr, auch wenn man nicht dürfte. Kann man bei Gmod keine URL reinmachen oder haben die einfach keine? Die haben einen Fragebogen, aber der ist so einfach, dass jeder draufkommt. Und klar könnten die eine Whitelist machen, aber die Server, das ist halt nicht so wie im GTA. Wenn du eine Whitelist auf dem Server hast, hast du keine Spieler, Mann. Weil da spielen auch 13-Jährige so. Die würden das nicht gebacken bekommen. Und dann würden die Server wegsterben. Da geht's halt um was jüngere Spieler. Ist halt Garry's Mod, ne? Da sind eh meistens immer so Minderjährige unterwegs. Findest du es okay, wenn man das im RP sagen darf? Was, die N-Bombe? Nein, auf gar keinen Fall mehr. Nein, absolut nicht. Man könnte jetzt sagen, ja, aber ist doch nur RP, ja, aber trotzdem macht man das nicht. Gerade die sind kritisch, so edgy 13-Jährige. Na, tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, und bin ich ganz ehrlich, dass sich jüngere Spieler besser benehmen als die Älteren. Bin ich ganz ehrlich. Ja, wir haben auch schon Post von den Warner Bros. Anwälten bekommen. Das ist übrigens der Projektleiter von dem Projekt. Habt ihr wirklich? Naja, aber ihr könnt das ja so Mittelalter-RP nennen, anstatt Herr der Ringe, ne? Stimmt. Ich glaube, es geht da wirklich nur um den Namen, wie ihr für den Server werbt in dieser Liste. Ich komme nicht da mit einem Elbenbogen jagen. Ja, kannst du machen, ne? Muss ich halt an die Serverregeln halten, ist ganz klar. Aber das kennen wir ja gar nicht anders. Und hier, ihr kennt das ja. Aber wir so Ringschrift im Hintergrund im Shop hatten, die haben gar nicht gerafft, worum es da geht im Shop. Aber ist der Shop nicht allgemein noch kritisch, den ihr habt? Zimt, ich kenne den ganzen Shit, ne? Aus der GTA-Szene. Und was war das nochmal bei euch? Ich habe bei euch auch mal im Shop reingeguckt. Bei euch ist das so, wenn man einen eigenen RP-Charakter möchte, kann man sich den quasi freischalten oder das Recht auf eine Bewerbung dafür, indem man dann den Server unterstützt mit, ich glaube, 15 Euro oder so, ne? Die haben das geändert und die meinten dann, danke für die Kooperation und passt. Ja, immerhin. Muss man immer aufpassen. Bei solchen Dingen mit Geld und allem und Copyright-Sachen muss man immer aufpassen. 99% der Leute haben davon keine Ahnung, aber 1% der Leute haben Ahnung. Und der wird bei euch spielen und der wird aus irgendeinem Grund gebannt. Obwohl ihr rechtlich nicht mal bannen dürft. Das ist auch so eine Sache. Kennt man auch aus der GTA-Szene. Da gab es schon Spieler, die wurden von einem Server verbannt und die haben dagegen geklagt. Also eine Person hat das bisher. Deshalb gibt es da einen Präsidentfall. Und das deutsche Gericht hat entschieden, dass man niemanden bannen darf. Auf dem Game-Server darfst du nicht. Weil die eben das Spiel erworben haben und du darfst sie nicht verhindern, auf irgendeinem Server zu joinen, auch wenn das dein Server ist. Da muss man, ja, das ist kein Witz. Und das war damals bei GVMP so. Und dann hat GVMP sich damals gedacht, jetzt dribbeln wir mal das deutsche Gericht aus und dann bannen den nur im Forum und dann hat er die wieder verklagt. Und dann hat das Gericht in zweiter Instanz entschieden, wenn man das so nennt, dass die den auch auf dem Game-Server entbannen müssen. Und dass es kein Hausrecht gibt auf Servern und so ein Shit. Da muss man echt aufpassen, Alter. Und Sven, dankeschön für den giftigen Zap an den Zimt. Gibt's? Nein, es gibt kein Hausrecht, Bruder. Gib es nicht. Du kannst... Das ist eigentlich Wissen. Ich kenne mich da auch nicht so richtig gut mit aus. Das kann man mit Sicherheit nachlesen im Internet irgendwo. Die Dinger sind ja public. Aber yo, der muss dann entbannt werden. Und imagine, du verklagst einen Server, weil du da gebannt wurdest, wirst entbannt und bekommst vom Gericht gesagt... Du darfst Spieler nicht bannen und die können und der kann machen, was er will. Du darfst ihn nicht bannen, Alter. Der muss sich auch nicht an irgendwelche Regeln oder so ein Shit halten. Soweit ich das verstanden habe. Und daraufhin gab es ja den einen Typen bei Lucky V, der den Heideltraut verklagen wollte. Eben genau deswegen auch. Diesen komischen, weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Da hat Stay hat sich darüber auch mal im Stream unterhalten. Der hat sich totgelacht, Alter. Aber da musst du dir auch am Kopf packen.
Und der wollte Heideltraut von Lucky Wieder Projektleiter, der wollte den in Amerika verklagen. Und Heideltraut ist dann eingeknickt, ne, weil er wusste, ich kann verlieren, Alter. Das war ein IC-Richter, genau. Und hat den Spieler dann wieder in Band und hat das geklärt mit dem. Ohne dass er da irgendwie Dings kommt. Hab gar keine Lust, mich mit solchen Themen zu befassen. Ich bin offiziell auch nur ein Programmierer, der mit GameStop-Entwicklung beauftragt wird und bekomme immer einen bestimmten Anteil vom Gewinn dafür bezahlt. Rechte Verantwortung tragen die YouTuber, die hinter dem Projekt stehen. Ja, ich sag mal so, die Leute, die in Garry's Mod unterwegs sind, sind da nicht so schlimm wie in GTA und so. Ich glaube, da wird nie auch nur ansatzweise irgendeiner hingehen und zum Finanzamt rennen oder die Dings anschreiben hier, die da Markenrecht auf Herr der Ringe und so haben und auf euch aufmerksam machen. In dem Sinne von, wegen gewerblich, ne, weil man da halt, weil ihr halt Geld damit macht, glaube ich nicht. Die meisten Leute würden wahrscheinlich nicht mal die E-Mail finden. Außerdem ist hinter richtig großen Brands alles, was mit Fantasy auch zu tun hat, besonders bei Filmen und so Fanprojekte auch gerne gesehen. Und wenn das bei GTA funktioniert, außer jetzt mit dem Geld verdienen, weil das wurde vor, ich glaube, 2 Monaten oder so, wurde das offiziell verboten, ist, glaube ich, alles tutti. Ich dachte, da ging er, wer wegen Hausrecht gebannt wurde, gesehen, nicht gegen ein Regelverstoßgericht, hat dann entschieden, dass es bei keinem Hausrecht gibt. Ich weiß nicht genau, gegen was der damals, warum der gebannt wurde. Ich weiß nur, dass er entbannt werden musste. Theoretisch müsste das auf privaten Counter-Strike-Servern dann ja auch so sein. Im Prinzip schon, ja. Aber alles nur Halbwissen, ohne Gewehr, ne? Ich habe mich damit nicht großartig befasst, das ist alles nur so am Rande mitbekommen. Was ich nur da gelesen habe, ist irgendwie, es gibt kein Hausrecht, eben weil du dieses Spiel erworben hast und du hast das Recht, dieses Spiel in allen Zügen spielen zu können und niemand kann dir verbieten. Irgendwas damit hat es zu tun. Und du kannst dieses Spiel ja nicht mehr spielen, wenn dich irgendwo einer gebannt hat, so. Irgendwie so war das. Vielleicht haben wir ja hier einen Crack im Chat, der sich damit auskennt und sich da durchlesen wird. Der uns dann irgendwann mal darauf Antworten geben kann. Ja, was machen die denn mit den ganzen Pro-RPlern, die nur rumträumen? Bruder, die Leute interessiert das ja nicht, wenn die gebannt werden. Überleg mal, es gab jetzt einen, von dem man mitbekommen hat, der mal dagegen geklagt hat. Einen. In 5 oder 6 Jahren GTA-RP. Als ob sich irgend so ein Troll die Mühe macht, da irgendeinen Server zu verklagen, Alter. Aber schon verklatscht zu klagen, Deutscher geht's nicht. Ja, Bruder, deutsche Szene, Alter. Was willst du machen? Ja, das war ganz groß diskutiert damals. Im Falle von GVP wundert es mich, dass er schließlich ein inoffizieller Server über eine Drittanbieter-Mod. Die Mod selber ist ja auch nur eine Singleplayer-Mod, ne? So wird die definiert. Weil es darf ja neben GTA Online keine Multiplayer-Mod geben. Da sind irgendwelche Grauzonen werden ausgenutzt und bei Raid Champion und bei anderen auch wahrscheinlich. Einfach jeden gebannten Schatz zum Möwe machen, wenn er sich einloggt. Ja, oder einfach eine andere Dimension porten, ne? Das müssen die dir erstmal beweisen. Da, wo du keine Spieler und so mehr siehst. Ist halt ein Fehler auf deiner Client-Seite. Können wir nichts hören. Bist du schuld, dein PC schuld. Da müssten ja alle Erweiterungen auch umsonst sein, weil die meisten Maps sind noch verändert. Meinst du MLOs oder was genau meinst du damit? Und ich wiederhole nochmal, ne, ohne Gewehr und Halbwissen, was ich hier verbreite gerade. Also nicht alles für bare Münze nehmen. Halt die Klappe, Karen, du bist wieder nur am Reintrollen. Meine Stuffkerze, dann geh mal eine Pommes, Alter. Weiß ich nicht, David, kann ich dir nicht sagen. Hallo, Sergeant Obi. Kann ich dir nicht sagen. Im Prinzip verkaufst du ja nur ein Multilevel-Object. Du kannst ja auch sagen, das ist nicht für GTA und dass das ausgerechnet in ein GTA-Haus passt, ist halt Zufall, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das mit dem Bann war, glaube ich, weil es keinen Grund gab und ein willkürlicher Ausschluss nicht zulässig ist, kann ich dir auch nicht sagen. Aber jetzt, wo du das sagst, erinnere ich mich dann irgendwas. Müsste man mal durchlesen, ehrlich. Hallo Monster Eyes und Elixir, danke für den Prime Sub 15. Aber mit Herr der Ringe gucken wir mal. Muss ich mal Johnny anquatschen und Pinsel und so, müsste ich die ganzen Streamer mal anquatschen. Wir haben sowieso momentan nichts zu tun, geht ja. So für kleinen Kick, sich da mal so anzugucken und da vielleicht bei einem Event teilzunehmen. Weil der Server macht doch ständig irgendwelche Events.
Hallo, Squaw. Ja, Nomads. Copy-Paste, Alter. Einfach mal so ein bisschen einen auf Legolas machen. Obwohl ich jetzt sehr schade finde, dass man nicht so einen eigenen Charakter haben darf, beziehungsweise ich glaube, es ist nur möglich, aber ich kann mich auch irren auf dem Server, dass man halt 15 Euro dafür bezahlen muss, weil die Serverkosten halt reingeholt werden müssen und bla bla, dass man sich selbst nicht so krass entfalten kann. Weil ich hätte schon Bock, so ein Ding zu spielen, Alter. Ja, der Ring-RP, so ein Zauberer oder so ein Shit, irgendwo, was mir liegt, anstatt so ein Soldat. Aber man kann ja auch Projekte unterstützen finanziell. So sieht er nicht. Er baitet doch eigentlich nur fremd. Wer wird gebannt, Oma? Der Karim. Ach. Der Karim ist wie Dings Herb, das kriegst du eh nie weg. Kann ich mir dann Centono kaufen? Nein, cool, Onstar, danke für den Prime 35. Junge, Centono, gib mir deine Dinge. Dodo, ich meine, in unserer Bubble ist nichts los. Auf dem Server ist definitiv was los. Kannst aber einen Bravos kaufen, eine dicke Mauscap, Junge. Jeder Spieler hat halt so im Schnitt 10 bis 15 Models, mit denen er alles spielen kann. Kostet halt nur, wenn du permanent eine spezielle Waffe willst oder ein Custom-Modell, was nur du hast. Ich würde das so umschreiben, von wegen, es kostet. Du unterstützt halt den Server und kriegst jetzt Dankeschön, kannst du dir dein Model aussuchen. Sag mal, einfach so, Zim, klingt besser. Weißt du? Metalldrachen gibt's auch nicht, Alter. Warum trollt ihr mich eigentlich die ganze Zeit? Ihr wisst genau, was Herr der Ringe ist. Und lustigerweise kenne ich sogar deren YouTube-Kanal schon ziemlich lange. Weil jedes Mal, wenn ich Herr der Ringe geguckt habe, habe ich mir danach irgendwelche Videos angeguckt. Premium-Skins für den Pay-to-Win-Server, da gibt's kein Pay-to-Win. Du kannst da nicht hingehen und kriegst eine spezielle Waffe, die super, super dolle stark ist, stärker als alle anderen. Die haben sogar einen Balancing-Komitee, dass alles im kompletten Rahmen bleibt. Also das sind dann Werte, die sind vielleicht 1-2% höher als das, was ein Spieler bespielen kann oder sich erfarmen kann ohne Geld. Und das ist auch richtig so. Was soll das mit Glachheiz? Chat, haltet die Klappe, ehrlich, Alter. Ihr seid die größten Idioten. Warum komme ich überhaupt noch online? Warte, ich schreibe mal kurz Mila. Apfelringe. Karim Suslan. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ja, kommt. Weißt du, ich komme nur online, um mich hier dissen zu lassen von euch. Immer wieder. Ich bin nur Lord of the Weed. Ist halt schwierig ohne WL, wenn du mit einem Kollegen da drauf gehst, explodiert der Server wahrscheinlich. Ich vertraue euch aber so sehr, dass wenn ich das machen würde mit einem Pinsel und vielleicht eine Mila, obwohl die Mila ist nicht so Herr der Ringe-Fan und mit Johnny und so, dass wenn Leute da drauf kommen, die sich benehmen. Kann sein, dass der Server voll ist, klar. Der ist aber auch ohne mich voll. Ja, die haben 110 Plätze und da sind 70, 80 Leute drauf. Was ich gesehen habe. Wer siehst dich, sag alle, du vor allem, Karim, du vor allem. Bud Spencer war der beste Schauspieler in Herr der Ringe, Junge. Bäumt den Auland! Uns vertrauen, so endet die Karriere. Womit habe ich das verdient, ey? Warkiff, danke für den Prime 7. Ruhe, Chat. Mach Duftkerz jetzt und dann gehen wir Pommes. Junge, du bist nur am Trollen, Karim, halt's Maul. Um was für ein Spiel geht's? Wir haben gerade über Garry's Mod Herr der Ringe-RP geredet. Wir ja, aber Pinsitz Community, ich weiß ja nicht. Ihr seid Pinsitz Community. Meine Community ist Pinsitz Community. Und wer hat den aufgebaut, den Typen, ja? Ja, okay, nicht meine. Jetzt mittlerweile Stays Community. Öwel, hallo, guten Abend. Aber auch die benehmen sich. Ja, beim Mund kein Mo. Ja. Hallo, Jakrit. Ist halt von Uhrzeit abhängig, aber wenn du 18 Uhr drauf gehst, ist der Server meistens quasi voll und da können maximal ein paar nachjoinen.
Ja, das ist in GTA ist das auch so. 18, 19 Uhr ist Primetime immer. Hallo Chucky, mein Bestester. Hogwarts Legacy, ja, boah, auf Hogwarts freue ich mich schon. Im Februar, 10. Februar kommt das. Aber nicht Garry's Mod Hogwarts RP, Junge, das war Anglerswild, Alter. Also wenn man denkt, 5M ist schon schlimm unter GTA, dann wart ihr noch nie auf einem Hogwarts Garry's Mod Server oder Star Wars, Alter. Das ist schlimm, Junge. Wenn es nicht wieder verschoben wird, ich hoffe nicht. Und selbst wenn, das bedeutet nur, dass das Spiel besser wird von der Qualität. Und Mr. Green Kush, danke schön für den Gifte, dann Grillzange. Gibt es dann Polizist mit Elfenohren? Nee, aber du kannst eine Wache sein, die ist so was wie ein Polizist. In Gondor, Alter. Da musst du aufpassen, dass in der Stadt nichts passiert. RP-Mod für Harry Potter Game wäre schon wild. Oh, das wäre auf jeden Fall wild, Junge. Da würde ich reingehen in die Slytherin Pommes. Oh fuck, Reisquicker übrigens. Dankeschön für den Prime-Sub beim 12. ein Jahr. Vielen lieben Dank. Entschuldigung, wenn ich überlesen habe. Und Tagge, danke für den Resub am 11. und Moin. Wann Mafia? Boah, ey, das sah echt nicht schlecht aus beim J-Corner. Ich frag mich selber, warum ich sowas nicht spiele. Aber das ist doch auch momentan nur eine Phase wegen Weihnachten. Wir gehen jetzt rein in eine Pommes, Alter. So sieht es nämlich aus. Kann einer von euch wunderbaren Menschen mal ins VOD gehen, bitte, und gucken, ob die Musik Wie gemutet cool ist? Ist das bitte? Und Ich MS, danke für den Prime Fortnite 22. Ja, Dave, ich bin doch schon unterwegs, immer mit der Ruhe, mein Freund. Dankeschön, Loco. Wir gehen jetzt rein. Und wenn in der Pommes nichts geht, dann frage ich Mila und so, ob wir Dings zocken, Pummelparty oder so ein Shit. Irgendwas werden wir heute machen. Ist muted, Dankeschön, Daniel. Ich habe Mafia-Reihe noch nie gezockt, sah aber echt gut aus. So, ich brauche einen Eukalyptus. Oh, boy, yo. No Mats Heaven, Dankeschön für den Wisdom 12. Ein Jahr, Bruder, ein Jahr, danke. Damit ich keinen Wutbrief schreiben muss, um den vollen Chat-Experience zu bekommen, habe ich mich entschieden, mit dieser Spende meinen Premium-Account freizuschalten. Du kriegst auch einen Timeout, wenn du Sub bist, Bruder. Ich habe da keine Macht drüber. Das ist alles Oma und Loco. Ich hatte doch irgendwo Eukalyptus. Wie ist der dumm, Leute aufheben, bis du uns... Ach, so viel Kambo gibt's auch gar nicht bei Sektor. Außer mir lebe ich keine Leute auf, Junge. Wir machen Creme und dann sind die geheilt. Was ist das denn für ein Switch, Junge? Ist alles euer Ding, Oma, ja. Ich setze bei Pummel Party nie wieder auf Hobby. Beim letzten Mal 50k Kanalpunkte verloren. Viel Liebe zurück, Nomads. Doch, die Oma hat hier Macht, Junge. Bin mal wieder unterwegs, man hört sich, wenn was ist, einfach im Chat ping, hab Tap in Chat Dorino offen. Oh, zim, zim, mach's gut, lass ihn nicht anquatschen. Go stupid, go crazy. Oh, Bruder. Bruder, da habe ich ja den Gandalf-Charakter schon drin für den Herr der Ringe. Die 15 Euro. Wer ist Lazy Stream? 50 Euro, Alter, mit Nord-Nord. Das ist diese komische Ente, ne? Warum vor allem Lazy Stream? Wo bin ich denn lazy? Pinguin, was für ein Pinguin? Also ich muss mal gucken wegen Lautstärke bei GTA. Ich hoffe, läuft alles.
Ach, der Pinguin, stimmt, der Pinguin. Immerhin sitzt du nicht schweigend vorm Kamin und hörst die Donations. Ach, der Stay macht wieder sein Kamin-Ding, ne? Ja. Der streamt wieder 7 Stunden durch und sagt kein Wort, Alter. RIP an alle, die auf dem Bau arbeiten und so. Ist schon rum, ist schon vorbei. Der macht immer 12 Stunden. Und Lazy, vielen, vielen lieben Dank für die 50 Euro Donation, Bruder. Oder Schwester. Oder, warte, noch alles gibt, ich respektiere alles. Dankeschön. Das läuft nie 2 Stunden, nix. Der macht circa 2 Stunden immer okay. Hallo Schmusepupsi? Hallo? Hallo? Was geht ab, wo bist du? Oh Gott! Was los? Boah, ich hab mich selbst im Spiegel gesehen. Oh, das kenne ich. Echt schrecklich. Ja. Wo bist denn du? Ich fahr grad nach Hause. Bin überall rumgefahren, aber keinen da. Kein? Mein Schwein. Nichts los. Machen die alle noch Weihnachten? Ja, absolute tote Hose. Überall. Überall. Nichts los. Echt nicht? Bin umgefahren. Hier, da. Bruder. Selbst Paletti ist komplett leer. Also der Laden, wo Kaida sind. Dann sind die alle noch im Weihnachtsding drin, ne? Ja. Alle. Was ist denn Mr. Mika und so? Die wartet zu Hause. Ich hab ihr geschrieben. Warte mal, du hast dich abgesminkt. Ja, ich hab Pickel. Ja. Digga, das ist nicht lustig, ja? Ey, ich schwöre, was du fühlst. Nee, wie kein Chantan. Aus. Aus. Ja. Also so gehst du wieder rein? Halt nix los. Ich hab Miss Meka geschrieben. Hasu Lust. Heute Pummel. Und sie. Ja. Und ich ock. Ja, ich fahr auch mal ein bisschen rum. Ich guck mal. Wenn nicht, komm ich auch nach Hause. Scheiße. Ja? Guck mal hier. Komm. Ja. Warte, ja. Ist doch okay. Ja. Wo sind die Lippen? Na komm. Ist doch okay. Wo sind meine Lippen? Ich fahr auch mal einen Runden rum. Ich guck mal. Ich muss noch mit dem Chickenmann quatschen. Chickenmann? Ja. Ja, Mr. Sir Regan ist tot, ne? Rest in peace, Homeboy. Genau. Er war ein guter. Der war der Beste. Einer der Besten. Mhm. Und was mit Dr. Hühnchen? Weiß nicht, der hat mir geschrieben, dass ein neues Video online ist. Im WeNet. Ja, ich hab schon gesehen. Was denn? Ich hab raue Lippen. Was? Auf damit! Ja! Stopp schon! Hör mal! Hör mal, wer der Hammer! Ja! Ja, dann geh rein, ich geh nur ein bisschen gucken. Okay, hol dir Handschuhe, ist kalt aus. Ich hab Handschuhe an. Ich hab keine an. Aber es ist kalt draußen! Ja! Warum habe ich keine Handschuhe? Na, du brauchst doch keine, gehst du hier rein. Aber warum? Ich war doch draußen. Na, aber du saßt nur im Auto. Ja, das stimmt. Ja, sag ich doch. Okay. Ich pack deine Kabel um. Das habe ich irgendwie befürchtet, Alter. Dann schon. Oh Gott, was ist denn mit meiner FPS los?
Achso, ich hab den Stream nur aufgehabt. Boah, Bruder, ich dachte schon. Das habe ich befürchtet. Nicht, dass auf Sektor allgemein nichts geht, sondern unsere Bubble einfach nichts da ist. Ist das Schlimmste? Ich habe vom Chicken Mann die Nummer nicht. Schau mal rum. Da kickt halt absolut Weihnachten rein. Was soll ich machen, Chat? Hallo Tenquat. Und Langhorn Chris. Mit 100 verdammten Euro, Alter. Hi Curtis. Danke für deine abendliche Unterhaltung. Ich finde, du solltest viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Auch wenn du es ja nicht willst. Ich verfolge dich seit 2018. Lange als stiller Zuschauer. Und wer Da Vincis Kanal gehackt hat, ist ein Nappas-Kind. Da gebe ich dir vollkommen recht, Alter. Also mit dem Nappas-Kind. Mit der Aufmerksamkeit ist das so ein Ding, mein Freund. Wenn ich wollen würde, würde ich mit Sicherheit mehr Aufmerksamkeit bekommen. Allein die Zeit bei Imo schon und so hätte ich einfach die Leute snipen können. Und hätte die zum Lachen gebracht und die gebrochen und wuhu, hihi, haha. Habe ich aber extra nicht gemacht mit Mila zusammen. Wir sind den komplett aus dem Weg gegangen. Und nicht nur Imo und so, ich könnte auch einfach andere Sachen spielen. Beziehungsweise anderes im RP spielen. Mehr Gambo und so, mehr Gang und alles. Wird viel mehr Reichweite geben. Wie viele Leute warten denn darauf, dass da wieder eine Gang gespielt wird irgendwann? Aber werde ich nicht tun. Weil so ist viel chilliger. So ist der Chat super angenehm. Und wir können lustig sein und auch ernste Sachen machen. Und ich danke dir, genau wie dem Lazy Stream und allen anderen, egal ob Sub, ob nicht, auch nur an Lurka und Chatter, für den unfassbaren Support. Dankeschön. Das ist eine Menge Holz, Alter. Oder was ist mit meiner FPS los? Hä? Kann doch nicht sein. Ach ja, ich habe den Turbo-Sound übrigens verändert. Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht, Alter. Einfach rein ins Gambo-Crime und die Zuschauerzahlen werden explodieren, plus Altersdurchschnitt sinken. Ja, das ist es halt. Das ist ja nicht mal gelogen. Oder warum habe ich nur 70 FPS? Das ist nicht möglich eigentlich. Oder hier ist einfach super viel los in der Nähe. Nee, keine Updates im Hintergrund. Ich habe das alles blockiert. Und Kampf und Dankeschön für die Wies am 23. Darauf erstmal VDM. Ja, wir machen mal. Wir fahren mal zur Villa. Mich hat doch keine Sau die letzten Tage angerufen, Alter. Weil das ist nur mit 2 Stunden klar, weil ich mach sowas nicht immer. Ja, dann würde ich ja ein Format von Snake klauen. Außerdem, nein. ISD, da wurde nichts verändert. Das ist alles gleich. Wie cool ist das? Und Stewie, danke schön für den Prime Sub am 20. Ich hab Fußfotos von dir zu Weihnachten bekommen. Ach, du warst das? Nix, Elf, Junge, bei mir ist alles normal. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt? Was war das denn? Ach Mann, ja. Ich
Ich habe noch einen Marco auf der Maus liegen. Junge, ich bin der beste Streamer der Welt, Alter. Ich sag, wie das ist. Scheiß drauf, Digga. Chat, was machen wir, wenn nix in GTA geht? Sollen wir Pummelparty zocken? Zocken gehen? Na, Phasmo vielleicht auch. Das sieht halt. Oder die ganzen Autos sind einfach weg. Die sind alle so lange schon nicht mehr eingeloggt, dass die Autos einfach weg sind. Also 3 Tage. Oh, hier steht eins. Ich telefoniere mal durch. Der Pinsel ist nicht drin? Was ist denn der? Ah, der hat sogar gestern Counter-Strike gespielt, ne? Sieht sehr schlecht aus. Letzten Tag aus Sektor halber Southside-Krieg und Bruder, was für ein Southside-Krieg? Ich hab mir das gestern angeguckt beim Piep. Die haben sich bei den Ballers getroffen mit dem Lost, um sich dann gegenseitig abzuknallen. Das nenne ich nicht Krieg, das nenne ich pure Langeweile. Mila wieder Mumps bei mir. Kannst ja farmen gehen, Junge. So, was ist krasse Café Sandy? Kenn ich nicht. Tyler. Der wäre interessant für der P. Ja, von der Woche, Bruder. Also. Ich sag wie das, Weihnachten killt vieles, Alter. Aber Pausen sind auch richtig und wichtig. Dr. Chuck habe ich noch nicht angerufen. Boah, was war das denn? Was ist mit dem Handy los, Junge? Das ist aber nicht normal, oder? War das vorher auch schon so, Chat? Nee. Nee, nix, Marco. Oder hier links, da die Wiese. Ach, ich glaube, das war schon immer. Banana?
Ich mag LS auch im Schnee, aber nicht während der Telles. Dein Akku ist leer, Junge. Ich habe den Turbo-Sound geändert, ja. Und den Waffensound habe ich auch geändert. Was war das jetzt? Wetter ändert sich immer so komisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war die Panda-Klicke. Die machen Autorennen. Gaijin, Dankeschön übrigens. Helfen? Ja, was geht ab? Was geht, Mann? Hat einer von euch die, ja. Hat einer von euch diese Nummer von diesem Gustavo? Von Alice Touristics? Nee, Mann, damit kann ich dir nicht helfen. Muss man warten, bis Young da ist oder so. Oder Jimmy, da die, glaube ich. Als ob die aus dem Haus rauskommen, sind alle im Weihnachtsfieber nur. Ja, das ist das Problem, Mann. Kann ich dir leider nicht helfen, Mann. Ja, trotzdem danke. Ja, kein Problem, Mann. Haut rein, Jungs. Ich glaube, die Nummer hat keiner hier, Alter. Lichte Grüf. Nix Lakers, Junge. Die Boas. Scheiß Weihnachten. Fickt unser LP alles. Nein, es ist gut. Pausen sind echt richtig. Ist der Pepe da? Motherfucker im Leckerste. Machen unser RP kaputt, Mann. Ja, ich hab keine Ahnung. Was machen, Chat? Was machen? Auf was habt ihr Bock? Das gestaltet sich hier als schwierig. Ach, ich mach kein Chipchen, Junge. Gestaltet sich halt echt schwierig gerade. FIFA-Packs öffnen, Junge. Im Leben nicht, Alter. Ja, das ist halt Weihnachten und Neujahr. Aber das ist auch gut so. Das ist echt gut so, dass die Leute Pausen machen und dann kommen die gestärkt ins neue Jahr wieder in eine Pommes rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir könnten mit Mila und Luis und Mr. Maker können wir Pummelparty zocken. Das wird funktionieren.
Ich glaube, ich bin nur sicher, dass die schon auf mich warten. Wer ist er denn? Junge, wer ist er denn, Alter? Mexikanische Gang hier hingezogen, oh, wow. Schöner Turbo-Sound. Beim Lüst was los? Guck mal, ob der Lüg da ist. Der steht wahrscheinlich wieder AFK in der Ecke und liest irgendwelche Subs vor. Weil der 17 Stunden am Tag online ist, Alter. Asgard, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im zweiten Monat. Scheiß auf dich, Alter. Ich hab halt Bock auf RP, ich sag wie das. Ich muss mal schauen, wieso GTA meine Replays das nicht mag. Du musst die Sachen wieder, ich weiß nicht, wie man das nennt. Du brauchst auf jeden Fall ein Programm, wenn du clientseitig was ändern willst. Du musst das wieder verifizieren mit den Keys von GTA. Aber das ist nicht so einfach. Mann, ich hab Bock auf Pommes, Alter. Ich weiß, dass Roy, also Jay, morgen erst wiederkommt. Der hat das schon vorgeahnt, dass nichts geht, Alter. Yo! Was geht ab, Poppyhase? Na? Sag mal, ist irgendwo eine Weihnachtsfeier, wo ich nicht eingeladen wurde? Wo sind denn die alle? Keine Ahnung, ist großer Krieg in der Southside, kann ich dir sagen, aktuell. Das ist doch kein Krieg, ich war gerade da. Ja, hättest du mal gestern erleben müssen. Ich glaube, 6-mal Beschuss auf Officer. Ne? Sie war, kam aus das Haus halt nicht mehr raus. War wild. Wer denn die Ballers? Nee, alle. Alle untereinander. Ganz wild gerade, was da abgeht. Ach, untereinander? Ja, ja, dann musst du mal mitteilen. Mit den Ballers, aber auch gegen Cops. Wie, neuerdings schießen die sogar auf Cops? Wissen die nicht, dass es lebenslänglich gibt? Gibt's das? Ey, ich kenne die Gesetze. Ja. Wo ist denn der Pinsel? Weiß ich nicht, hab ihn heute noch nicht gesehen. Auf der Couch lag der auch nicht. Keine Ahnung, vielleicht treibt er sich irgendwo rum. Weiß ich nicht. Hm. Na gut, okay. Gut, wenn irgendwo was abgeht, sag ich dir Bescheid. Ne? Wir brauchen ja auch immer gute Mediziner vor Ort. Ne? Wenn die Spielbox wieder kommt, da rieche ich wieder in den Dienst. Ich fahr grad zum Bäcker, ich guck, ob da überhaupt jemand da ist. Alles klar. Gut, ich sag dir Bescheid, wenn irgendwas abgeht. Keine Ahnung. Junge, als ob ich jetzt hier rumfahre und auf den Anruf von dem warte. Der Kerl wird wahrscheinlich keine Sau sein. Oh. Pensal! Hilfe! Was denn? Hallo? Hallo? Ja? Ich sag dir, wie es ist, die ganze Stadt packt Geschenke aus. Ich geh jetzt wieder nach Hause. Was? Die ganze Stadt, die packt Geschenke aus. Was für Geschenke? Na, wir haben doch hohen Schnee, sind... Oh, oben im Norden ist ein bisschen was los. Aber alle sind noch im Weihnachtsfieber. Ich fahr jetzt heute nach Hause. Ich geh an die... Ist Mila bei dir? Nö, die kam mir gerade entgegen und meinte, es ist nichts los, ich gehe wieder schlafen. Das mach ich jetzt auch. Ich geb. Was denn? Ich werde jetzt wieder sehen, aber das bleibt unter uns, okay? Okay. Die Kurzfassung ist. Ja.
ich werde befördert. Ja. Ich mache eine Speed Unit auf. Ja. Und darf mit einem, egal welches Auto, das ist mein Auto für Verfolgungsjagden und Speed Unit. Wie viele Sitze darfst du haben? Naja, ich glaube, da sind drei drin, also müsste das ein Viersitzer sein. Das muss ein Viersitzer sein? Ja. Ich überlege, also, na, ich bin. Nein, ich bin dann ehrlich. Nimm einen Jugular. Also als Speedunit brauchst du eigentlich einen Jugular oder einen Sultan Gasek. Ja, aber Jugular besser als der Sultan. 100% Jugular oder Revolta? Revolta? Revolta ist aber nicht top in Speed wie der Jugular. Nimm einen Jugular. Jugular ist der beste und schnellste eigentlich, oder? Ja. Aber ein Sultan Gasek ist besser in Kurven. Ja, aber der ist halt nicht so schnell. Und du brauchst ja ein schnelles Fahrzeug. Ja. Warte mal, bekommst du da so Sirenen dran und so? Ja. Boah. Also wenn du einen Zweisitzer haben darfst, dann LG. Beim Zweisitzer LG? Okay. Bist du noch zu Hause? Nee, ich bin bei Teilnatz. Ich dachte, ich frag mal hier rum. Ob die so ein Auto haben. Na, das musst du dir ja umbauen lassen. Wenn du das darfst. Die haben doch testweise einen Jugular, dass ich den testen kann. Ach so, bestimmt. Ey, fährst du Jugular? Du musst die Gangster anquatschen, Pinsel. Oh, warte, hier vorne steht mir ein Jugular. Also, und du gehst jetzt schlafen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, oder du hilfst mir, ein Auto zu suchen, wie du willst. Aber wenn dann nichts los ist, gehen wir zusammen schlafen. Ja, wenn du willst, können wir ein bisschen pummeln. Auf der Switch. Super Nintendo. Wir hatten ein ganzes Team. Okay, pass mal, wo bist du denn? Na, ich bin gerade auf dem Weg nach Teilnutze. Komm, den okay, kannst die Scheißkarre nicht. Kannst du morgen auch eine Pur fahren. Komm, wir hauen ab. Oh, Kündes. Ja, was denn? Ja, ich will auch lieber im Schnee, aber Pinsel. Jetzt alle sind im Weihnachten. Ich wollte raus spielen. Ja, aber alle sind im Weihnachten. Aber nicht Pummel. Ne, Pummel nicht? Warum? Du willst kein nicht Pummel? Ich will nicht Pummel. Was denn? Das ist die Frage. Na, da kann ich dir nicht helfen. Wir können ja mal Jean-Luc fragen. Ja, der ist unterwegs. Der hat gesagt, der ruft an, wenn was abgeht. Ich ruf den auch mal an. Okay, dann also ruf mich zurück. Ich muss mich so oder so noch um zwei, drei Sachen kümmern. Und okay. Dann kann ich. Dann ruf gleich zurück. Bye. Okay. Bye-bye. Bis dann. Chat, was machen wir? Im RP OC knacken, warum sind dann OC? Warum können wir nicht im RP sagen, wir gehen dann in Super Nintendo? Ein anderes Spiel spielen. Also ein Spiel spielen halt. Das ergibt ja gar keinen Sinn, was du da quatschst. Penner. Piraten habe ich nicht installiert. Digga, ich joke doch. Ich mach doch auch nur Spaß, Junge. War doch gut. Ist doch voll in Ordnung, hä? Ja, sag ich doch. Hallo? PD Pariah ist aber zwei Sitzer. Und Pariah ist nur Endgeschwindigkeit. Das Handling von dem ist nicht so gut. Wie vom LG. Ich hasse das. Ich will GTA-RP zucken, Alter. Aber soll ich jetzt dumm rumlaufen, Leute anquatschen auf... Hab ich auch keinen Bock drauf. Wir machen Pummelparty, scheiß drauf. Und morgen werden wir wieder online gehen und gucken.
Hab in der Herr der Ringe Pommes, ne? Darauf muss ich ein bisschen ein paar Sachen vorbereiten. Da brauch ich Mute-Knöpfe und so. Ne, ja, Silvester sind, glaube ich, gar, ist gar keiner da. Das kickt ja schon bei Weihnachten so rein. Was brauchst du? Haha, da bist du ja. Was mit PUBG hatte gerade wieder Hype bekommen. Absolut nichts für mich. Wie cool ist das bitte? Ich sag nicht Fortnite. Pinsel hat da selber keinen Bock. Der hat ist doch jetzt gerade auch schon wieder am Schwitzen gewesen. Aber der hat noch weniger Bock auf Pollparty. Und it's dope, danke für den Prime Summer 4. Grounded. Hab ich alles nicht installiert, Chat. Wir gehen Pollparty, Mann. Scheiß drauf. Na klar können wir jetzt mit Pinsel sein Auto gucken gehen und so ein Shit, aber das ist auch... Abend! Ja, okay, was geht ab? Nicht viel, und bei dir? Na, nicht viel. Bist du alleine? Ja, die anderen sind ja jetzt in der Villa drin und sind irgendwie im Fernsehen und so, ne? Machen ja nichts Großartiges heute. Ich geh jetzt auch wild rein. Ja, mach das. Guck mal, was so abgeht. Okay, mach das. Nicht ja, aber nicht in Westflüge gehen, ne? Da war, schwierig. Warum hast du da passiert? Ein Rohrbruch. Was hast du schon wieder getan? Na, ich wollte Klimmzüge üben und dann hab ich da, Ja, gut. Lass dich nicht ärgern, ja? Jo, bis morgen mal, bye. Jo, ciao, ciao. Hallo? Ich geh jetzt nach Hause, Pinsel. Ich dachte, du kommst zu Trainers. Nö, du guckst ja nur Auto. Nein, also, kannst du mich abholen? Oh, ja, ich komm. Oh, nee, dann geh nach Hause. Ich weiß gleich, du Penner, ich komm. Aber ich habe auch ein Auto hier. Warum soll ich dich dann abholen, wenn du eine Krankheit hast, du Schwein? Weil ich deine Nähe suche, ich liebe dich. Ja, das merke ich, du rufst nie an, du meldest dich nie. Nee. Ah, ja. Ah, ja, wie ja. Der klappt mich. Oh ja. Beep. Oh, das ist der Fake Beep. Der hat ein Kind. Mann, lass mich. Gehst du heute im Dienst? Ich weiß es nicht. Nein, könnte es. Ja, was denn? Um andere Sachen kümmern. Ja, was denn? Das ist mir wichtiger als ein Auto. Ich stehe hier gerade auf dem Parkplatz. Er steht doch auf dem Parkplatz. Mit wem quatschen du da? Mit Piep. Boah, der hat sein Auto voll angenüllt. Ach, Curtis ist hier am Parkplatz. Oder? Ich stehe am Parkplatz. Wo denn? Na, bei uns vor der Haustür. Ach so, an dem Parkplatz. Ja. Aber Gott, ist ja mal nicht... Also ich komme jetzt dahin, bis gleich. Ja, und was hältst du davon, wenn die Leute fragen, ob die mitmachen wollen? Bei was denn? Irgendwas. Vielleicht Entchen spielen? Was für Entchen? Na. Enden. Tanz. Curtis? Ja, du quatsch wie nur Scheiße. Ja. Aber soll ich sagen, Gus Gus Duck oder was? Also. Ach so. Ja, wie wär's denn, wenn wir an die Suppe in Tango gehen? Und dann klären wir das einfach. Boah. Und selbst wenn wir pummeln, dann nur mit zwei Pokale, damit schnell geht. Weißt du, das Pummeln erinnert mich an Phase 10. Das ist doch schlecht. Phase 10 ist so ein Scheißspiel, das dauert 4 Stunden. Das kommt ja nur auf die Pokale an, du Penner. Ja, irgendwann
bin ich hibbelig. Ja, oh. Ach, Scheiße. Ich bin gerade auch echt hibbelig, schwör bei Gott. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, komm, wir hauen Piep einfach auf die Fresse. Ich komm jetzt erstmal vorbei, bis gleich. Ja, komm, das wird das in sich. Ja, halt's Maul. Oh Gott. Es ist so schlimm, wenn du was machen willst, aber du kannst es nicht. Geiles Lied, Alter. Strife, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im 11. Und Jijinxi, danke für den Prime 47. Wolltest du dich nicht umbenennen? Und Crisscross, danke schön für den Prime 22. Benz, danke für den Resub auch im 11. Oder das ist, Damien Marley, Road to Zion heißt er. Ja, wie gucken, wo ist mein Baum? Ich werd schon wieder nervös hier, Alter. Ich hab doch grad noch hier. Guck, mein Bonbon, Alter. Gott, ist das schlimm. Ich werd richtig nervös bei sowas. 60 FPS. Obeid, obeid, jojo. Merhaba, merhaba. Ja, Jugulas sind was für Anfänger, sag ich dir. Was geht? Was geht? Aber, ach man. Jugulü. Nee. Pinsel. Wird auf jeden Fall ein Revolter, würde ich sagen. Aber der hat gesagt, ein Jugular schafft 250. Aber ein scheiß Revolter hat einen zu dicken Arsch. Ein Revolter bricht immer gut weg bei den Kurven. Yep. Du ich brauchst ein Auto, was wendig ist. Ich hab das, ne, vor deiner Bude. Was hast du gesehen? Ja, was ziemlich dickes. Großes. Was denn? Achso, ein Reata. Ja, ja. Ja, wir haben den gekauft. Scheiß drauf. Egal. Okay, wo ist Ecke jetzt, oder? Also die Frage ist, die ganzen Bösewächter, die denken ja, alles klar, Polizei, Natzen, viele Kurven. So, ja. Dann fahren die so, tak, 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 tak. Also brauchst du ein Auto, was in den Kurven gut hinterherkommt, aber noch relativ schnell ist. Und ein Viersitzer. Ja, Jugulü. Auch noch Viersitzer. Hm. Aber Speed-Unit kann haben doch meist immer nur zwei Sitzen. Du bist doch nur dafür zuständig, einen anzuhalten. Und also, nicht den mitzunehmen. Jugulü ist halt, naja, ne? Also die Jugulü fühlt sich halt gut, aber... Ja, sonst, oder was Buffalo, ist mit dem... Ne? Ja, dem Buffalo STX. Genau, genau. Greenwood, Greenwood, Greenwood. Du kannst einfach nicht Auto fahren dann, Mann. Greenwood ist halt auch, ne? Hier, Pinsel, komm mal her. Was ist denn Greenwood? Was machst du hier, Pinsel? Das ist der Greenwood. Ich hab mich rumtelefoniert, so meint es ja... Scheiße. Das ist, so, die Villa. Ja, was? Ich hab kein Wort verstanden, Ahnung. Alter. Was meinst du? Hab ich geschnüffelt? Ja. Du sprichst doch schlimmer als ich. Was?
Nee, du meinst es auch, dass du wieder zu der Villa fährst. Und dann habe ich Leute angerufen und dann habe ich Piep erreicht und der meint, er wäre hier. Krall. Ja, Regan ist tot, ne? Ja, was? Mhm. Warte mal, wer? Das hat uns Dings erzählt an Heiligabend, dem wollen wir. Das hat uns jemand gesagt. Was? Krank, Mann. Jo, der ist so krank. Sehr viele sehr traurig, weil sie keinen Anwalt mehr haben. Naja, es gibt ja nur Lettner. Was, Jonathan ist Anwalt? Nee, war Jonathan das? Achso. Was, Regan getötet? Ja. Warum sollte Jonathan Regan töten? Keine Ahnung, manchmal ist er komisch drauf. Ja, das stimmt. Der ist von Haus aus so. Ich glaub nicht, was der gemacht hat, ne? Wer, der Jonathan? Ja, hier, guck mal hier draußen, ja. Oh Gott. Ich war's nicht. Der hat vom Christmasbaum gepinkelt. Siehst du das Ding da hinten? Eigentlich ist das Auto. Diesen Trailer? Ach so, ja. Ja, da geht so eine Rampe raus, ne? Eigentlich zum Beladen, ne? Die ist so ein bisschen rübergeschoben, dann sieht das eigentlich aus wie so eine Sprungschanze, ne? Mhm. Aber sieht nur so aus, ist keine. Aber er dachte sich, das ist eine, ne? Mit das wahnsinnige Typ. Der ist komplett wahnsinnig, ne? Die Karre komplett durchgebrochen. Den habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Die Karre ist durchgebrochen? Ja, ja, der ist mit einer Karre da hochgesprungen, ne? War auf dem Dach. Komplett Achse gebrochen. Achse gebrochen, vier Reifen platt. War schon wild, ne? Also ich kenne Leute, die wären einfach weitergefahren. Oder die hätten es versucht. Ja, ja. Wir sind runtergefahren vom Gebäude und noch weitergefahren. Der doch auf Helgen, ne? Sagst du, Gott. Ja. Wir mussten einen Kran holen. Für Jonathan oder für das Auto? Für das Auto. Ich dachte, für beide. Ja. Aber Jonathan saß drin im Auto, wo das abgeschleppt worden ist. Boah, ich hasse Weihnachten. Ja, ich hab gestern jemanden bezahlt, ne? Der hier Schnee schnippt. Für $5,000. Jetzt wieder komplett voll. Ich hätte es für 2,5 gemacht. Alles klar, ich wäre hier ausgerutscht, hätte Schmassengeld von ihm verlangt, aber weil sie hier sind, habe ich das nicht gemacht. So. Naja. Und wenn man hier ausrutscht, dann kann man alles verklagen. Ja, richtig. Vor allem habe ich auch gemacht. Auch schon Anzeige gestattet. Ja. Ja. Das Gute ist, ne? Guck mal da oben. Über dem Tor. Alles auf Video. Ja, aber die Kamera guckt ja gar nicht hier hin. Schneeball machen. Doch, die dreht sich, ne? 360 Grad. 4K. Außerdem ist die Tür davor. Ja, scheiße, Mann, ich hab's so. Ich muss das Scheiß tot zu machen. Okay, ich brauch mehr Kameras. Mehr Kameras. In dem Heizstrahler ist eine. Mhm. In jedem. Einen hab ich auch im Badezimmer. Okay. Ah, ja. Ja, schön, schön. Wie wär's mit so einem Weevil? Das ist eine richtig geile Dreckskarre. Die da? Die rote, ja. Jo, das ist das Schnellste, was es gibt. Das ist schon krass, ne? Mhm. Habt ihr mal ein Bild gesehen auf Wienert an Weihnachten? Nee. Nee. Na, der Jörg sagt ja mal, ich bin nicht sein Sohn. Jetzt habe ich den Beweis geliefert, oh, ne? Oh, okay. Einen Test gemacht? Nee, was viel Besseres. Jetzt kann der Paletti nicht mehr sagen, dass er nicht mein Vater ist. Guck mal rein. So. Einfach Curtis. Jetzt müssen wir mal gucken. Das bin ich auch. Er kann nicht mehr sagen, dass er nicht mein Papa ist. Oh, oh. Oh, das schon? Ich habe mein Eier. Das ist so. Oh Mann. Ey. Links ist Mama und dahinter ist Sidechick vom Papa gewesen. Aber die wussten nichts voneinander, oder? Doch, die wussten. Also, ja? Klar, das war doch ein Lude. So, oh Mann, ey. Das war doch ein Pimp. Ja, ja. Vom Kiez in Hamburg. Nach 10 gescheiterten Ehen, ne? 10 Hochzeiten, das ist schon ordentlich, Mann. Das ist alles das Kokain schuld. Auf jeden Fall. Sollte Mama mir das erklären. Auch die Sucht, ne? Ja, ja. Hast du gesehen, wie süß ich war, Kim, damals? Ja. Mit meiner Schulter. Schuldig. Sieht schon, ja. Was hast du denn in der Hand? Nein, der Papa hat einen Rassel in der Hand. Ah. Das ist doch meine. Damit hat er mal Kokain mal über die Grenzen gebracht. Pinsel, hast du eigentlich mein Bild gesehen auf Wiener? Von mir und meinem Papa? Na, guck mal. Dreh mir nicht den Rücken zu, du Tanner. Richtig. Was ist denn schon wieder in South L.A. los, Piep? Wieso ist los? Ich hab gehört, ihr habt Krieg da alle. Ja, da unten wurde gestern mit einer Uzi geschossen. Oh. Ei, ei, ei.
komplett krank? Krank. Hast du gesehen, Pinsel? Wo muss ich gucken? Und auf meinen Bienen gestorben oder so? Kurtis. Weiß ich nicht, ob jemand gestorben ist. Schuh, danke schön für den Restart im 8. Monat. Ich küsse deinen Zahn. Okay, wir ziehen wieder durch. Ja, lass doch nicht anquatschen. Alright, macht's gut. Ja, bis dann. Bis dann, Tata. Wir sehen uns wieder. Ich komm mit. Bis vorne, weil ich cool bin, ja? Ja, klar. Haben die überhaupt das gekauft, Mann, oder waren die hier nur zum Aufwärmen? Hast du gesehen? Okay, haben die was gekauft? Das ist der Papa Palladio nicht. Ich hab den Typ mit dem Deviant mitgenommen. Boah, egal wie oft ich es mir angucke, es ist. Schon gut, ich muss auch wieder gleich. Ist schon ein bisschen niedlich. Oh, der sieht aus wie ein Fußballer, der da am Reifen sitzt. Mhm, ein richtiger Kicker. Oh. Ja, aber was möchtest du jetzt bei Teilnahmspinsel? Bestellst du jetzt ein Auto? Also lässt du dir eins umbauen? Nee, ich wollte eigentlich rausfinden mit einem Gassigen Jugula. Oder lieber sowas wie Revolta. Bist du beides mal gefahren? Nein. Revolta hat eine bessere Beschleunigung, aber... Revolta ist der Beste mit Beschleunigung, Sultan hat das beste Handling und Jugula ist der Allrounder. Genau so. Das hat ihm, glaube ich, jetzt nicht geholfen. Nein, das Problem ist, also ganz ehrlich. Pinsel, du machst das schon. Ich fahr nach Hause. Schönen Abend noch. Ja, das machst du gut. Nö, kein Bock. Kein Bock, im Kreis zu stehen, Alter. Um mich jetzt über irgendwelche Karren zu unterhalten. Ehrlich nicht, Chat. Tut mir leid. Nö. Keine Lust. Ich glaube, den Jugula gibt eh nicht als Polizeimod. The Music Play. Gibt es? Hab ich noch nicht gesehen. Ich weiß, dass er den Komet S2 hier gibt in Polizei. Mach das, Pyro. Ja, tut man schon. So ein bisschen. Egal, wir gucken morgen wieder. Ich weiß, dass morgen der Jay wieder am Start ist, dann will der wieder auch RP'en. Ja, das ist mir zu krampf. Da können wir ruhig eine Frau-Dings-Pummel-Party machen. Machen wir halt Chor, das ist halt nicht so schlimm. Und Toli, danke schön für Luis am 30. Wäre ich mal im Kopfdienst gegangen, hätte ich jetzt auch was zu tun. Reaction Stream? Nee, ich will was zocken. Irgendwas Lustiges. Pinsel macht kein Crime, der ist doch Cop.
Du. Das ist mal easy, Junge. Ui. Was soll das sein, Kingpin? Ah, Mann, ey, ich hab eigentlich verbockt.